So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und wir haben eins meiner Geburtstagsgeschenke. Viele wissen es ja, ich habe nicht nur diese komischen zwei Striche bekommen zum Geburtstag, sondern auch ein Zendikas-Erneuerung. Fatpack? Wie heißt das mittlerweile? Bundle. Bundle. Man darf ja nicht mehr Fatpack sagen. Das ist ja Shaming. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir hier so in diesem Bundle haben. Ich freue mich mega drauf. Ich habe mega Bock. Zendika ist ein sehr, sehr cooles Set gewesen. Und gekauft. Shame bei GameStop. Und nicht bei einem Local GameStop. Shame. Shame. Aber okay. Okay. Immer noch besser als andere Sachen. So, wir haben einmal hier so unten wieder so eine schwarze Box. Nutze ich für Würfel. Kann weg. Dann haben wir Entdecke die Geheimnisse von Zendikar in den neuen Set-Boostern. Die sind hier übrigens nicht drin. Hier sind Draft-Booster drin. Und hier gibt es ein paar coole Waffen, die man benutzen kann. Hier steht auch drunter, was für eine Waffe was ist. Und wir haben ein Inlay, ein Bild. Und zwar hier, oh, so rum. Ja, ist auch ganz hübsch. So, die wichtigen Sachen sind hier in diesem sehr hübschen Bundle. Ich mag ja Bundle tatsächlich. Ich mache ja normalerweise zu meinem Geburtstag immer einen Gift-Bundle auf. Und ja, gucken wir an, was wir hier haben. Wir haben hier eine Menge Booster, die lege ich mal beiseite. Dann haben wir einen sehr schicken Würfel. Der ist wirklich, ich kenne ja nur den aus dem Gift-Bundle, aber der ist wirklich hübsch, oh mein Gott. Ja, gefällt mir gut, wird auf jeden Fall auch behalten. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob ihr es ausmachen könnt, wo hier die Fäulender anfangen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr könnt. Ja, da sind Länder und Fäulender drin. Non-Full Art, was ich sehr schade finde. Dann haben wir einmal beliebte Formate, angreifen, blocken, Zaubersprüche wirken und der Zug. Und dann haben wir eine Menge Booster. Und wie immer bei so Bundeln gehe ich nur auf die Rares und Mythics und vielleicht auf Uncoms und Comps ein, die ich so beim Durchschattern sehe, die ganz cool sind. Aber da wir Draft Booster haben, gucken wir uns das nur mal durch. Es gibt da drin auf jeden Fall auch eine Menge coole Sachen. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es hier um die Rares. Und direkt was Cooles. Schwebeholz Höhenweg ist ein Land, tappen für ein grünes und auf der anderen Seite tappen für ein weißes. Und ein Full Art und eine Kopie. Sehr, sehr cool. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Gucken wir mal weiter. Wir sind heute aber auch zügig unterwegs. Also diesmal gab es nicht so viel. Normalerweise bin ich bei Bundeln langsamer. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh cool, eine Karte von der Liste. Es sind aber Draft Booster. Blutpreis ist ganz cool. Der Hund ist sogar ganz cool im Landfall-Deck. Abenteurer, Plünderer. Und Inschrift des Überflusses. Zaubermanner Spontanzauber für 3 Mana Bonus. Wir bestimmen 1 oder wenn wir Bonus bezahlt haben, bestimmen wir stattdessen eine ledige Anzahl. Wir legen 2+1+1 Mark auf eine Kreatur. Ein Spieler erhält +X Leben, wobei X die höchste Stärke ist unter Kreaturen, die er kontrolliert. Und eine Kreatur unserer Wahl kämpft gegen eine andere Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Und eine Ebene. Nicht so verkehrt. Aber kann man noch toppen. Kann man noch toppen. Malakai Blutpriester. Das ist halt, wenn man das heute sieht, denkt sich, oh, schon krass. Aber damals war das halt schon so wunderschön. Dann haben wir den und Klarwasser Höhenweg. Tappen für blaues oder tappen für schwarzes auf der Rückseite. Als Rare. Als Full Art Rare. Sehr cool. Und wir haben eine Foil. Kleriker des Lebensbundes. Okay, immer wenn Kleriker ins Spiel kommt, erhält mir Lebenspunkt. Das ist, gibt es auf Arena, gab es damals so ein Deck. Das war sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, 3 Boosters in, 2 Pathways. Das ist nicht schlecht. Das geht schlechter tatsächlich. Mal gucken, was wir noch so alles raus. Druckpunkt. Sehr cool. Da ist nochmal der Blutpriester, Sethor. Gucken, was wir noch so ziehen können. Noch ein Lux. Oh, die kleine Ratte. Maus, was auch immer. Hammer der Himmelsfestung. 3 Mana. Wenn ein Spiel wegkommt, legen wir eine Kreatur, die wir kontrollieren, aus. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2 Flugfähigkeit und Erstschlag. Ausrüsten für 4 Mana. Den habe ich teilweise im Texas gespielt. Der ist mega, mega gut. Und gibt es auch eine Menge coole Sachen dazu.
So. Ja, fast die Hälfte. Ich mag ja Bundle, weil man halt mit so ein, zwei Hits halt das ganze Bundle eigentlich bezahlen kann. Was immer wieder cool ist. Nachdenken. Gucken, ob wir das dieses Mal auch schaffen. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und wir haben, wow, Himmelsfestungserscheinung. 3 Mana, 2/2. Wenn ein Spiel kommt, schicken wir eine bleibende Karte unserer Wahl. Mana kosten 4 oder weniger, die kein Land ist, in Exil. Und wenn er stirbt, kriegt der Gegner, der Besitzer der Karte, die wir exiliert haben, einen XX blauen Illusionsspielstein mit umgewandten Mana kosten gleich der Karte, die wir ins Exil geschickt haben. Das ist, glaube ich, eine der besten Karten im Set, die man so ziehen kann. Also aktuell sind wir wahrscheinlich so bei 20 Euro, und wir sind bei der Hälfte des ganzen Teils. Gucken wir uns weiter mal an. Oh, Futter für den Schwarm, auch eine schöne Karte. Muss ich auf jeden Fall gleich auch rauslegen. Ist auch immer wieder gut, die Karte zu haben. Und Klarwasserhöhenweg. Tappen für ein blaues oder Tappen für ein schwarzes auf der anderen Seite. Wir haben 3 Pathways in 4 Booster. Ne, in 5 Booster. 5 Booster? 4 Booster. Wir haben 3 Pathways in 4 Boostern. Ist das richtig? Ich glaube ja. Wow, das ist der Wahnsinn. Das ist ja wahnsinnig dämlich gut. Okay, hier haben wir noch einen Adeptin. Und Ersehnte Beute. Das ist, glaube ich, die schlechteste Rare leider. 5 Mana Hexerei. Der Zauberspruch kostet 1 Mana weniger für jede Kreatur in eurer Abenteuergruppe. Ihr wisst schon, Abenteuergruppe, das, was D&D hätte sein müssen, aber nicht ist, weil das D&D-Set halt kacke war. Würde ich suchen unser Deck nach einer Karte, nehmen sie auf die Hand, mischen unser Deck. Wenn wir eine vollständige Abenteuergruppe haben, können wir einen Zauberspruch Mana kosten 4 oder weniger aus der Hand wirken, ohne seine Mana Kosten bezahlen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, wir können das Ding, wenn wir eine volle Abenteuergruppe haben, für ein schwarzes Spielen und dann noch eine 4-Mana-Karte direkt casten für umsonst. Die Karte ist so gut, leider ist Abenteuergruppe schlecht. Also da ist ein bisschen schade. Aber gut, was soll's. Gucken wir mal weiter. Allzweckmesser, auch cool. Hüterin der Helden, Basislager, dem Grab in Orange. Truppenkommando, eine Ebenenfeuil. Ebenenfeuil, das ist hübsch. Das ist cool. Und wir haben einen Truppenkommandeur. Wenn er ins Spielfeld kommt, erzeugen wir für jede Kreatur in unserer Abenteuergruppe ein 1/1 Chor. Und zu Beginn des Kampfes, und wenn wir eine vollständige Abenteuergruppe haben, dann kreieren Kreaturen +1/+0 und Zerstörbarkeit bis meines Zuges. Abenteuergruppen sind so cool. Gibt es da um einen Commander? Kann mir irgendwer sagen, ob es da um einen Commander gibt? Das wäre für mich sehr wichtig zu wissen. Weil ich mag Abenteuergruppen und ich mag Abenteuer, und das hätte in D&D drin sein müssen. Ich wiederhole mich. Aber gut. Schleicherin, Tuk-Tuk. Gucken wir mal, was wir noch haben. Eine Blubberschlinge. Ich liebe diese Karte mit Blubberschlinge. Es ist schon sehr cool. Und wir haben Magma-Lenkerin. 2 Mana, 1/3. Solange sich 4 oder mehr Hexereien oder Instant aus dem Friedhof befinden, kriegt der +3/+1. Oder die. Die ist eine Magma-Lenkerin. Kriegt die +3/+1. Dann ist die 2 Mana für 4. Tappen wir, werfen eine Karte ab und schicken die oberste 2 Karten in unserem Deck ins Exil. Und wir können diesem die zucasten. Auch eine sehr, sehr coole Rare. Und dann kommt das letzte Booster. Und wir gucken uns mal an, was wir noch haben. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass sich das Bundle gelohnt hat. Und was ihr lieber hättet gezogen. Oder ob ihr das genauso hättet wie gerne gezogen wie ich. Stachelfeldgefahr ist gut. Und unsere letzte ist nochmal eine Inschrift des Überflusses. Die hatten wir gerade eben schon. Ja, sehr stranges Bundle, aber sehr cool. Also wir haben echt eine coole Auswahl bekommen. Vor allem an Pathways. Und ja, danke an die Person, die mir das geschenkt hat. Ich freue mich und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.